Herzlich willkommen an meiner Strandpromenade der Orakelnixe zu diesem Schülertreffen bzw. Kommilitonentreffen oder wie man es auch immer nennen mag, ehemaligen Treffen. Ja, wie komme ich da drauf? Wir haben ja in unserem Leben immer wieder Menschen, die uns begleiten, die wir quasi ausbilden. Das heißt, sie lernen von uns. Wir sind eine Art Sternchen, Führungssternchen vielleicht sogar am Himmel. Spirituellerweise ist es natürlich gedacht. Führer, Mentor würde ich es jetzt eher sagen. Eine Lehrkraft. Was gibt es denn für schönere Wörter? Ja, ein Meister, würde ich sagen. Also Menschen, die uns begleiten, die von uns einiges erfahren und lernen können, übernehmen oder auch eben selber an sich arbeiten, angeleitet durch uns oder eben inspiriert vor allem durch uns. Das heißt, wir sind durchaus Idole für manche. Ich finde sogar für viele Menschen, die noch nicht so weit entwickelt sind im spirituellen oder auch emotionalen Sinne. Und diese begleiten uns oft lediglich lebensabschnittsweise, das heißt ein Stückchen, ja, und dann driftet man wieder auseinander, aus irdischen Gründen oftmals. Wir beleuchten jedoch das Energetische, und da heißt es, dass ihr hier als lichtvolle Wesen meistens weiter seid wie eure Begleiter. Manche bleiben stehen, manche entwickeln sich vielleicht auch ein bisschen zurück wieder, also werden eher wieder mutloser, vielleicht auch kraftloser, gehen ein Stück weit mit und dann irgendwann bleiben sie stehen oder es ist denen zu anstrengend oder was auch immer jene zurückhält, um das nächste Semester, das nächste Level, das nächste Kapitel oder eben die nächste Klassenstufe und Reife zu erreichen. Ja, ich denke schon, dass oftmals die Bequemlichkeit ist, sich auszuruhen. Denn der Wandel, das Wachstum, das kann natürlich auch anstrengend sein, das stetige Lehren, und vor allem, wenn der Lehrmeister dann weit voraus ist und dann vielleicht nicht immer die Geduld hat, auch die Schüler, ja, in ihrem Tempo ausbilden zu können oder wollen. Ja, also das muss einem ja liegen, wenn man jemanden unterrichten möchte oder eben unterstützen in der Weiterentwicklung. Ja, man möchte ja selber auch nicht auf der Strecke bleiben. Und das darf man sich vorstellen, wie wenn wir den sogenannten Streber in der Klasse haben und dann genau das Gegenteil, jemand, der halt mehr kreativ und im Außen oder mehr sportlich unterwegs ist, derjenige möchte nicht 8 Stunden am Stück hinsitzen, sondern ist eher dann auf der aktiven Energie unterwegs. Ja, und das alles wie ein Sack Flöhe zusammenzuwachsen und begleiten, das ist schon schwer, ja. Vor allem, wenn es dann circa 31 Stück in der Klasse sind, so wie es wir früher waren, knapp 32 sogar, das ist dann schon am Rande des Wahnsinns. Also die Hälfte wäre ja schon viel genug. Ja, und manchmal reicht uns auch ein Schüler im Leben, der ziemlich herausfordernd sein kann, und da kann es wirklich auf jeglicher Basis sein, sei es Familie, sei es Kinder, sei es Eltern. Es hat nichts mit dem irdischen Alter zu tun. Kollegium, Freunde, Bekannte, Herzmenschen, Partner, habe ich schon gesagt, Partner, Chef, Nachbarn, ganz egal, also alles drumherum, mit denen man irgendwann mal so spirituell in Verbindung kommt und die auch ein Stück weit uns begleiten eben und auch immer wieder diese Themen angerissen werden. Manche verleugnen es ganz. Ja, das sind dann die Totalverweigerer, die Schulabgänger quasi. Dann gibt es jene, die ja, es halt machen, wenn man es halt irgendwie mitnimmt. Ja, aber das sind dann die, die eher kreativ, sportlich ihren eigenen Stil entwickeln. Und dann gibt es noch die totalen Streber, die sind immer voll dabei. Kann aber allerdings auch sein, dass diejenigen sich nicht grundsätzlich für das Thema interessieren, sondern einfach nur dabei sind, weil sie eben gefallen wollen. Ja, also da gibt es schon verschiedene Lehrlinge. Ja, und da legen wir doch gleich mal los in der ersten Reihe. Ich habe da noch eine kleine Anekdote dazu.
In der ersten Reihe bist du als Zuschauer, Zuschauerin gleich mal geflogen. Ich habe es für mich mal so gesagt: erstes Lehrjahr, zweites Lehrjahr, drittes Lehrjahr oder erstes, zweites, drittes Semester. Etwas, was vielleicht herausfordernd war. Und Vergangenheit, aktuelle Phase, hier die drei Karten und dann die Zukunft. Ja, genauso wie erstes, zweites, drittes Lehrjahr oder wir nennen es auch mal Stufen, Schwierigkeitsstufen. Hier vielleicht was ja, auf der Sonnenseite ist, was vielleicht gut aussieht oder auch zukunftsdeutend. Also wir machen so ein bisschen fächerübergreifendes Learning, Learning by Doing. Ja, schicksalshafte Aufgabe, das bist du, warst du schicksalshafte Meisterin, Lehrbefähigte oder Befähigter, Stabilität, innere Zufriedenheit, Wohlbefinden und was können wir noch sagen? Ja, das ist so das Überwiegende. Vielleicht fällt mir noch was dazu ein. Ja, Glücksphase ist derzeit auf den Kopf gestellt. Also jemand ist hier mit der Benotung nicht so ganz zufrieden, beziehungsweise mit dem Ergebnis. Noten sind ja auch so eine Sache, ne? Braucht man oder braucht man nicht. Wir haben hier den Durchhänger. Ja, also jemand ist hier ein bisschen aus der Puste. Ja, da könnte ein bisschen ein rauer Wind geweht haben oder kommt vielleicht auch noch auf jemanden zu, weil hier will man ja in die nächste Klassenstufe oder ins nächste Semester gehen. Aber wenn man hier natürlich Silenzio macht, man sagt nichts, man tut nichts, man macht nichts, man sitzt nicht auf den Hosenboden hin, man geht nicht mit, dann wird es schwierig. Dann gibt es eben auch Diskussionen. Ja? Kennen wir entweder Diskussionen zu Hause oder eben bei den Mentoren. Und natürlich kann es auch mit sich selbst sein. Hier heißt es, mit dem Universum wird hier ein bisschen ein Battle ausgetragen. Also euer Lehrling, nicht ihr selbst, euer Lehrling, ihr geht voran, ja, mit schnellen, größeren Schritten. Der Lehrling hat so irgendwie Null-Bock-Phase oder sagt vielleicht, naja, ist so alles Quatsch, brauche ich eh nicht in meinem Leben. Hängt etwas durch, hängt etwas ab, ist vielleicht aus der Puste, ist vielleicht kraftlos, ja, vielleicht sogar gesundheitstechnisch. Und hier sieht es halt doch so aus, dass ja, es sollte einfach besser laufen und es tut es derzeit nicht. Anekdote soweit, einer meiner Lehrlinge oder Schüler, mit jenen hatte ich mal eine Reise getan. Wenn jemand eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Und so kam es, dass ich eines Abends, eines Nachts mit diesem Schüler, mit diesem Lehrling am Meer saß im Süden, Südeuropa und schaute gen Mondsichel. Ich glaube, es war kein Vollmond, ich meinte, es war eine Sichel. Und Meeresrauschen muss man sich sehr schön vorstellen, mit so ein paar größeren Felsen, wo man drauf sitzen kann. Und neben mir der Lehrling links von mir, ich schaue Richtung Mond und träume so ein bisschen, höre so ein bisschen den Wellen zu, ja, den Nixengesang, meinen lieben Kolleginnen und Kollegen. Und dann bemerke ich, wie der Schüler mich nebendran längers anschaut, beobachtet, ja, mustert schon fast, aber auch schon fast wie hypnotisiert ist. Und ich merke das, also ob ich jemanden sehe oder nicht, ich spüre das. Ne? Dann schaue ich rüber und habe ihn dann voll erwischt, wie derjenige mich eben länger angeschaut hat. Und dann sage ich, was ist los? Was ist mit dir? So quasi ist alles gut, alles schickimicki bei dir. Und dann war eine kurze Pause und dann sagt er, ja, aber ich bin total perplex, fasziniert. Und ich sage, was ist los? Was habe ich gemacht? Was habe ich angestellt? Da sagt er, nix, aber genau dieses Bild mit deiner Silhouette, ja, mit deiner Aura, alles so, wie es jetzt ist, mit der ganzen Umgebung und der Mond, genau exakt gleich habe ich, also ich müsste jetzt lügen, aber ich meine, ein, zwei Tage davor hat er gesagt, habe ich es geträumt. Genau dieses Bild hatte ich in meinem Traum gesehen, exakt. Du, Silhouette, dieses Meer, dieser Platz. Wir waren da noch nie, also soll vorneweg gesagt sein. Und dann diese Mondsichel mit den klaren Sternen am Himmel.
Ja, so viel zum Thema spirituelle Wachstumsphase. Das hat derjenige dann auch für sich so erkannt. Up, da muss es irgendwas geben, ja, was unerklärlich ist. Ja, und das sind so die Schüler, sage ich mal. Wir sind ja als Lichtarbeiter oftmals weiter. Es kann sein, dass hier auch jemand weiterentwickelt ist, aber es nicht preisgibt. Jedoch an diesen Reaktionen merkt man ja, derjenige ist noch in Stufe 1 zum Beispiel. Ja, wir schauen mal in Semester 2, da haben wir die Spiritualität bzw. ja, die Führung oder Fügung vom Oben, vom Universum, vom großen Ganzen, von der geistigen, lichtvollen Welt, wie man es auch immer bezeichnen mag. Wir haben hier wieder Diskussionen, Routen, also auch die Gespräche, die hier sehr, sehr wichtig sind. Und nochmals Kommunikation, Nachrichten. Dann haben wir die Berufung, ja, Berufung oder eben auch die Schule kann es ja auch sein. Studium, wir haben das Zepter, also arbeiten, kraftvoll arbeiten. Wir haben hier kleine Schritte, Step by Step. Und wir haben die Wogen, die hier hoch schwingen. Ja, an das Schiff, das kentert hier ja schon fast. Ne? Es liegt auf dem Kopf. Also, zweites Lehrjahr. Lehrjahre sind keine Herrenjahre, heißt es hier. Ja, so schaut es hier aus. Oben sieht es noch relativ stabil aus, beziehungsweise in der Vergangenheit dachte man, ja, mit diesem Mentor schaffe ich meinen Abschluss, ja, schaffe ich meinen Titel, meinen Meisterbrief, wie auch immer, oder Gesellenbrief. Aber aktuell sieht es da nicht mehr ganz so rosig aus. Ja, da ist irgendetwas geschehen, weil wir sehen hier eben die Runen. Es gab Diskussionen, entweder mit dir oder mit dem Universum oder eben beides, weil hier jemand so ein bisschen, ja, auf faule Socke war, sage ich jetzt mal. Wie gesagt, energetisch bitte betrachten, spirituell, die spirituelle Lebensschule, à la Harry Potter oder so ähnlich, oder Bibi Blocksberg. Ja, mit dem Besen wollte hier jemand nicht mitgehen, wollte nicht mit dem Besen reiten. Vielleicht dachte derjenige, ja, das machen ja die Männer nicht oder so ähnlich. Ja, da blamiere ich mich ja. Ja, also mir kommen hier auch die Berater von außen rein, die dann mit Themen, wo er vielleicht angeschnitten hat oder sie, je nachdem, auf wen ihr schaut, gesagt hat, Humbug. Charlatanerie ist Quatsch, ist nur Geldmacherei und. Na, man kennt das ja, das Ganze, wenn Neid und Eifersucht und Unwissenheit und Starrsinnigkeit alles aufeinander drauf prellt. Schlichtweg jemand, der hier nicht mitgehen kann, weil man vielleicht nicht mal im ersten Lehrjahr ist. Diesen Berater hat hier jemand auch im Umfeld, sei es männlich oder weiblich, Freund, Geschwister. Oder erwachsene Kinder oder sei es drum Kollegium, ganz egal. Hier sind Berater, die auch immer wieder hier für Zwiespalt sorgen, ja, die immer mal wieder versuchen, Keile reinzutreiben, dass hier jemand nicht zum höheren Aufstieg kommt. Warum macht es auch jemand? Weil man hier vielleicht schon länger in der Verbindung ist und auf diesen Lehrling, auf den wir hier schauen, auch immer wieder für sich benutzen konnte. Ich sage es jetzt wirklich bewusst so mit benutzen. Ja, derjenige hat vielleicht sehr viel gegeben, gemacht, getan, gebracht, vielleicht finanziell ausgeholfen oder sonstige Dinge, sei es mit irgendwas ausgeholfen, ist also immer da gewesen, wenn jemand geschnippt hat. Und ja, wenn hier jemand natürlich selbstständiger wird, mit dem Meisterbrief kann man sich ja auch tendenziell selbstständig machen, sprich man wird unabhängig. Ja, dann ist der Mensch aus dem Leben dieses Beraters oder dieser beratenden, suchenden Person, ne? Also dritte, vierte, fünfte Energie. Und das möchte ja jemand natürlich verhindern. Ja, man möchte hier quasi jemanden noch an der Leine oder an der Kandare halten. Also nicht loslassen, nicht loslösen, nicht selbstständig werden lassen, nicht selbstständig denken lassen, nicht anders denken lassen, denn das akzeptiert hier das Umfeld nicht. Ja, auf der zweiten Ebene, wie gesagt, hier geht es um Diskussionen im Außen mit sogenannten Beratern, schlechten Beratern, die hier oberflächlich mitmischen, weil die mit der Tiefgründigkeit, dem Sinn, den Hintergründen des spirituellen Seins und des großen Ganzens nichts anfangen können oder möchten. Ist aber denn ihr Problem, wenn sie Scheuklappen aufhaben. Es geht hier wirklich um die Berufung, ja, Berufung, Hobby, beziehungsweise auch eben dieses spirituelle Studium.
heißt es, dass hier dieser Schüler eben selbst nun den Stab in die Hand nehmen sollte, den magischen Stab oder auch Zauberstab, und mal hier ein bisschen Tabula Rasa machen, Simsalabim, Hokus Pokus, und mal schauen, wer hier zum Frosch sich verwandelt oder Giftkröte ist und sich als Prinzessin ausgab oder so, ne? Also hier wird offensichtlich etwas zutage gebracht werden, wer es jetzt hier gut meint mit einem und wer jetzt nicht sein und oder nicht sein oder leben und leben lassen. Ja, das sind so die Stichworte, die mir hier reinkommen. Ja, nächste Kapitel, weitere Kapitel, neue Kapitel sehe ich hier. In Spiegelung haben wir eben hier nochmal Gespräche und Diskussionen. Hier ist es wichtig, dass der Mensch sich hier nicht beeinflussen lässt, weil sonst kann man hier nicht ins Wachstum kommen. Man lässt sich ausbremsen, man lässt sich verunsichern, man lässt sich schlecht beraten. Denn ja, das Schifflein hier kentert ja schon. Also hier ist man drauf und dran, sich zu verlieren, in anderen sich zu verlieren. Das heißt, dass man der Spiritualität den Rücken zukehrt. Ja, vielleicht ist man irgendwie mal enttäuscht worden. Vielleicht hat man auch das Ganze gar nicht richtig gewusst, wie händeln. Ja, viele sagen ja, Kartenlegerei ist Wahrsagerei. Sehe ich nicht so. Ich sehe es als Handwerk. Ich sehe es als kunstvolles Handwerk. Energien derzeit aufzuschnappen, und jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, ja. Und wenn hier immer jemand sagt, ja, aber meine Karten haben ja gesagt, das und das kommt, nee, von allein kommt gar nichts, ja, wenn dann meist nur das, was man nicht brauchen kann. Und das sind viele Dinge, die man einfach im Hintergrund auch beleuchten darf, mit Resonanzgesetz, mit der Dankbarkeit, mit Affirmation, mit Meditation und was es alles gibt drumherum. Jeder sollte hier seinen Weg finden. Nicht alles ist für jeden geeignet, ja. Der eine macht lieber Yoga, der andere geht lieber tauchen. Ja, das sind ja auch solche Dinge. Hauptsache Bewegung, ja. Und so ist es in der Spiritualität auch. Sich bewegen, sei es jetzt mit Kaffeesatz lesen, sei es mit Kartenlegen, sei es mit Reiki, sei es mit Hypnose, gehört ja auch schon ein Stück weit dazu. Sei es mit ja, Numerologie und, da kann man mit so vielen Sachen sich beschäftigen. Wichtig ist, sich nicht total drin zu verlieren, wie mit allem. Es wäre sonst auch eine Sucht, ja. Handysucht, Rauchsucht, Drogensucht, Alkoholsucht, Pimpersucht und was es alles gibt. Ja, alles, was zu viel ist, ist ungesund. So. Dann schauen wir jetzt mal weiter in die dritte Ebene. Da haben wir den Fuchs. Ja, da kann eben sein, jemand sagt, alles Humbug, ist alles Quatsch, Lug und Betrug, ja, Geldmacherei, Pipapo und so weiter und so fort. Da lässt sich jemand durchaus verunsichern. Auch das Pferdlein fliegt hier auf den Kopf. Ja, da oben ist es noch gerade, hier nicht ganz so schön. Den Sarg oder die Holzkiste eben. Wir haben das Herz aktuell. Okay. Nochmals den Fuchs. Ja, in diesem Kartendeck gibt es zwei Füchse. Das Schicksalskreuz auf dem Kopf. Das haben wir hier oben ja auch. Ist genau diagonal in Spiegelung. Sehr schön. Und wir haben das Kleeblättchen. Haben wir hier oben noch in Fülle. Jetzt haben wir ein kleines, allerdings aufrecht in der Hand. Ja, also jemand hebt sich hier irgendwie am seidenen Faden fest, kommen wir hier mit dem Kleeblättchen durch, mit den zwei Füchsen. Muss ich jetzt mal kurz checken. Ja, also es könnte durchaus sein, dass in Herzensangelegenheiten hier etwas schiefgelaufen ist. Misstrauen, Missgunst oder auch Strategie oder gar Lug und Betrug könnte hier durchaus gewesen sein. Ist eine karmische, schicksalshafte Aufgabe, die hier gelöst werden wird in naher Zukunft. Und dies geschieht durch Ehrlichkeit, Offenheit und Gesprächen, langsames Aufeinander zugehen, dann könnte hier noch ein Pflänzlein überleben. Also mir kommt hier wirklich durch, dass ein ganzes Feld hier niedergetrampelt oder vielleicht sogar überdüngt wurde oder auch gar nicht mehr bewässert wurde und ein einziges Kleeblättchen ist hier noch übrig. Fangen wir aber nochmals vorne an. Wir haben den Fuchs auch hier. Ja, die Schnauze zeigt nach innen, das heißt, ist nicht so ganz eine schöne Energie. Ja? Also hier können wirklich falsche Menschen auch von beiden Seiten mitspielen. Es kann sein, dass hier jemand vielleicht noch emotional an jemanden, also an deinen Lehrling festhält und dann vielleicht noch weitere Energien, sei es noch Familie oder Freundeskreis, noch im weitesten Sinne.
Ja, jemand will hier auf jeden Fall nicht, dass hier jemand sich mit dem Herzlein jemand anderen öffnet, emotional öffnet, liebestechnisch, seelisch, sondern ja, gaukelt hier etwas jemanden vor, um denjenigen, mir kommt hier statt der Fuchs der böse Wolf wieder durch, auf eine falsche Fährte zu locken. Ja, also, oder auch die Fuchsjagd, aber der Fuchs jagt hier das Pferd, also ist seine unschöne Energie. Normalerweise ist es ja andersrum. Ja, also hier sind Machtspielchen, Machtumkehr, die jemand ignoriert hatte oder nicht beachtet hatte, irgendwie nicht wahrgenommen hatte. Wir haben die Holzkiste auf dem Kopf, das heißt ja, es ist hier Lernthema, etwas zu beenden, Grenzen aufzuzeigen und auch sich von solchen Energien zu lösen, die nicht gesund sind, die einen auf eine falsche Fährte locken, ja. Und die einem auch ein etwaiges Glück oder einen Aufstieg nicht gönnen, also den Meisterbrief nicht gönnen. Ja, man hat es ja aber noch nicht geschafft, sich komplett zu lösen. Man ist hier durchaus im Bewusstsein, was zu tun ist, aber man hat es noch nicht geschafft. Ja, Glück hat man hier auch vergeudet, denn wie gesagt, hier ist etwas flöten gegangen, aber nicht das, was man eigentlich loslassen sollte, nämlich schwierige Situationen. Zum anderen sehe ich auch hier mit dir als Meisterin, hier ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Wir haben Diskussionen, die zwar irgendwie beendet sind, aber es ist die Energie zwischen euch noch nicht ganz beendet, ja? Denn der Sarg ist ja andersrum. Das heißt, ein Ende, das kein Ende ist. Man betrachtet es aktuell als Schwierigkeit, als Stillstand, aber nicht als komplettes Ende. Es ist quasi der nächste Schritt zur höheren Stufe, um sich hier noch zu verbessern. Schultechnisch könnte man sagen, ja, du machst jetzt eine Extraaufgabe, eine Fleißaufgabe und dann bekommst du trotzdem noch die bessere Note, ein Sternchen sozusagen. Ja, und das sucht jetzt jemand vielleicht, das Sternchen. Wie kann man denn hier, ja, der Lehrerin oder dem Lehrer vielleicht noch so ein bisschen ein Zückerchen entlocken, ja, so dass man eben noch weiter versetzt wird, nicht versetzt wie jetzt in der Vergangenheit, ne, dass man zurückgelassen wird, sondern wirklich dann auf die nächste Stufe aufsteigen kann. Ja, aktuell ganz präsent, Herzlein in Balance zu kommen, ins Gleichgewicht. Es kann auch sein, dass hier jemand von zwei Seiten verletzt wurde, denn der Anker hier ist auf beiden Seiten scharfkantig. Ja. Auf dieser Seite haben wir, seht ihr es noch so knapp, ja, eben das Füchselein, ja, mit der falschen Energie, könnte ja auch die Eifersucht sein, oder eben Falschheit an sich, ja, vielleicht gibt es hier auch irgendwie weitere Personen, die hier eben am Herzlein zerren von deinem Lehrling, je nachdem, auf wen ihr hier schaut. Zumindest hat euer Lehrling dich als Lehrmeister oder Meisterin lieb gewonnen, irgendwie ins Herz geschlossen. Es muss ja nicht immer partnerschaftlich sein, einfach auch zwischenmenschlich, eine herzliche Verbindung und ist jetzt aktuell am Aufgabenlösen. Was will mir das Schicksal sagen? Wie kann ich in diesem Metier nach vorne kommen? Und wie kann ich vor allem die kleine Pflanze, die noch nicht niedergetrampelt wurde, retten? Ja. Schauen wir nochmal vergangenheitstechnisch an. Schicksalshafte Mentorin oder Mentor, die hier auch sehr viel Stabilität jemanden aufgezeigt hat, gebracht hat, weil hier vermutlich jemand nicht ganz wusste, wo ist mein Lehrauftrag, beziehungsweise welche Lehre soll ich denn machen? Jemand war hier noch unschlüssig mit diesem Thema oder eben noch nicht so ganz befangen. Du hast hier jemanden für dich gewonnen, für das Thema fasziniert. Und ja, Gespräche bis zu harten Diskussionen sehe ich hier, aber weil hier falsche Personen Einfluss genommen haben, ja. Falsche Personen. Könnte sogar Witwe oder ein Witwer sein, ja, mit dem Sarg. Kann, muss nicht. Aktuell haben wir schon beleuchtet, ja, hier das Feld, das niedergetrampelt wurde, weil hier, ja, was Unschönes gelaufen ist. Also, ja, man ist hier herzseelisch irgendwie nicht mehr ganz auf der spirituellen Ebene gewesen. Das heißt, nicht mehr bei sich selbst in der Selbstliebe. Das ist das Wichtigste, sonst kann man auch nicht richtig, ja, sich weiterentwickeln, was ja sehr, sehr präsent immer ist.
steht an erster Stelle für mich zumindest auch, gerade in diesem Metier. Aktuell eben die Diskussion, der Durchhänger, die Kraftlosigkeit. Man möchte vorankommen, man hat den Brief hier schon, die Kommunikation, die Einladung zu diesem Schülertreffen parat, aber vielleicht ist die Adresse noch nicht bekannt. Ja, irgendwo im Nirgendwo kommen wir hier rein. Und ja, jemand sucht hier vielleicht nach kleinen Hinweisen, wo man denn hier ein Treffen arrangieren kann und wo man auch die Kommilitonen und Schüler einladen könnte oder eben den Mentor oder die Mentorin. Ja, Fuchs könnte auch sein, hier eine Entschuldigung, der duckt sich ja so ein bisschen weg, denkt so, jetzt könnte ich ja mit dem Kreuz eine übergebraten kriegen. Also hier riecht schon jemand den Braten, der, ja. Ein bisschen unschön werden könnte, aber man hat hier zumindest teilweise eine Aufgabe erkannt, die Prüfungsaufgabe angenommen und jetzt versucht man hier mit Nachhilfe und so weiter und so fort vielleicht selbst zu recherchieren im Internet oder sich beraten zu lassen. Ja, so ein bisschen still und heimlich, der Fuchs ist auch ein heimlicher Beobachter. Sich heimlich fortzubilden, indem man zum Beispiel auch YouTube-Videos anschaut über dies und das und jenes, über die Spiritualität und Energien und Seelenverwandtschaften und Reinkarnation, dass man so ein bisschen mitreden kann und dann als Musterschüler wieder wie Phönix aus der Asche auf dich zukommen könnte, sofern du es noch zulässt, ja? Vielleicht hast du ja schon längst die Schule gewechselt. Von Hogwarts zu keine Ahnung wohin. Gryffindor, wie heißt das? Ach, ich habe die ganze Chose nicht angeguckt, nur teilweise bruchstückhaft. Es ging mir immer zu lang. Ja, das kleine Glück, das man hier noch in Händen hält, in der Hoffnung, dass man hier doch noch seinen Abschluss schaffen könnte. Wir haben hier die Kommunikation auf dem Kopf, danach ist dieses Menschelein darunter. Hier haben wir noch einen Fuchs, na, drei Füchse. Alle guten Dinge sind drei, ne? Wenn das mal kein Glück bringt. Auf dem Kopf wenigstens. Ja, die Seelengefährdenschaft und wir haben den Park, die Öffentlichkeit oder eben auch das Schulgebäude und ja, die Anziehungskraft, Harmonie oder ja, die Faszination, auch das Idol kommt mir durch. Oh, das ist also, es ist wirklich, egal ob man so, so, so anguckt oder so, 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 es spricht im Prinzip alles die gleiche Sprache. Es geht darum, dass jemand ja keine Muße mehr hatte für dieses Thema, weil man sich hier hat ablenken lassen. Ja, wir kennen ja auch die Freunde, die einen dann ja überreden, dies oder das oder jenen Blödsinn zu machen, anstatt zu lernen oder Hausaufgaben zu machen. Wenn man Glück hat und man ist vielleicht im Bus noch in der Schule unterwegs, dann kann man im Bus noch kurz was abschreiben. Ja, im schlimmsten Fall noch mit den gleichen Fehlern wie die anderen. Und so kommt es mir hier rein. Also jemand wollte sich hier nicht auf den Hosenboden hinsetzen, wenn man sich verleiten lassen hat, im Außen eher Partys zu machen oder wegzugehen, Reisen zu machen, dies und das und jenes. Und man letztendlich den Mentoren oder die Mentorin ja, vielleicht so ein bisschen als dumm verkauft hat. Also jetzt nicht als Beleidigung ansehen, sondern ja, ich würde meinen Abschluss schon schaffen. Also ich würde die Idee oder denjenigen schon faszinieren können, sodass ich meine gute Schulnote noch bekomme. Und wenn es noch ein extra Aufsatz ist mit Sternchen. Ja, Obacht, ja, Obacht. Gut da oder gut de, dass der Schuss kann nach hinten losgehen, denn das Universum sieht alles, das hohe Gericht, die Schulleitung sieht hier alles. Jetzt schauen wir mal noch auf den Charakter von diesem Schüler. Ja, wir haben den Rückzug, der jetzt aufgehoben werden soll. Was ist er denn? Selbstständig könnte er sein, egoistisch, unnahbar, isoliert, rücksichtslos teilweise und unbeweglich. Ja, das könnte sein. Wie gesagt, durchs Außen auch, die hier jemanden beeinflussen. Derjenige scheint nach außen wirklich selbstständig zu sein, egoistisch, vielleicht auch introvertiert, aber innen sieht es ganz anders aus bei den Menschen. Ja. Innen ist das Türmchen wie eine Art Pudding. Voll weich. Wir haben die Wolken, da heißt es ja undurchschaubar und launisch, teilweise unzuverlässig, grau, vielleicht hat jemand schon graue
graumelierte Haare, den Mond auf dem Kopf, launisch, oh ja, launisch, sensibel, weich, verträumt, ja, harte Schale, weicher Kern, macht durchaus Sinn. Auch jemand, der vielleicht erfolgreich im Business ist, aber privater Natur sieht es dann ganz gegensätzlich aus, ja. Also unstabil, launisch, auch sehr viel weibliche Energie kommen wir hier rein. Dann haben wir noch ein durchaus höflicher und freundlicher Mensch. Diplomatisch, sehen wir mit dem Fuchs auch, strategisch, diplomatisch und auch kreativ gestaltend. An sich zufrieden und glücklich, was Oberflächlichkeit angeht. Ja, man hat sich hier schon ein gewisses Standing aufgebaut. Wie gesagt, könnte ja auch eine Selbstständigkeit hier sein, eine Chefposition. Aber vom Herzen her, von der Seele her unglücklich. Ja, also nach außen mehr Schein als Sein. Steht übrigens auch für den Fuchs, ja, das Deckmäntelchen. So, jetzt hätte ich noch eine Karte. Aha, wie ist jemand in der weiblichen Energie oder jemand sieht eben doch sehr hoch zu dir auf und möchte gerne mit dir weitere Lehrjahre, die keine Herrenjahre sind, beschreiten. Ja, also jemand hat hier eine Erholungsphase gebraucht, sprich eine Wiederholung, sitzen bleiben, einmal eine Ehrenrunde drehen, um dann mit besseren Noten zu glänzen und dann die nächsten Schritte durchzuziehen. Ja, es könnte auch sein, dass hier, wenn man jetzt eine Dreierkonstellation nehmen würde, doch jemand noch eine Ehefrau oder einen Ehemann hat. Könnte durchaus sein, jemand, der gebunden ist. Es könnte auch nur finanzieller Art und Weise sein, muss jetzt nicht liebestechnisch sein oder ja, direkt miteinander zusammenwohnen. Es kann auch emotional sein, dass hier jemand noch an etwas gebunden ist, noch unfrei ist. Was haben wir noch? Mal kurz drüber schauen. Ja, es ist durchaus die weibliche Energie, also auch von demjenigen selbst, wie schon angesprochen, ja. Außen hart, innen weich, verträumt, instabil, schwankend, durchaus sensibel und emotional, verträumt, medial auch und ja, launisch, wankelmütig, unzuverlässig. Also unzuverlässig, das kann sein, dass man die Termine geschäftlich durchaus einhalten kann. Aber wenn jemand zum Beispiel sagt, ja, wir hören uns dann morgen, dann kann sein, man hört sich da nicht. Ne? Also man steht dann immer irgendwie als Mentor an zweiter, dritter Stelle, weil die Freunde, Kumpels und so weiter eben wichtiger sind. Ja. Hier auch die Dame an letzter Stelle. Ja, aber der Letzte wird der Erste sein, der in die Zukunft geht. Ja, eigentlich in diese Richtung. Ja, so sieht's hier aus. Und jetzt sind wir schon wieder bei einer halben Stunde. Können wir noch? Ja, Mond. Mond sieht gut aus, weil ich die Anekdote mit dem Mond erzählt habe, mit dieser Silhouette von meiner einer und meinem Schüler. Dann schauen wir mal, welche Mondenergie denn hier für diesen Lehrling noch steht. Welche Energie hat derjenige denn derzeit? Aktuell, wir haben beide Seiten gewinnen. Ullala, fragt sich jetzt, welche beiden Seiten, wenn es jetzt drei sind. Ne? Vollmond in der Waage, das heißt, sie auf jeden Fall ins Gleichgewicht kommen, befreie dich von Negativität, Vollmond im Skorpion und Selbstvertrauen, der Schlüssel zum Erfolg, Neumond im Löwen. Also Löwe, Skorpion und Waage, vielleicht haben die Sternzeichen etwas hier mit zu tun. Macht den ersten Schritt, der kardinale Mond haben wir noch am Unterdeck. Ja, also hier sollte der Schüler den ersten Schritt auf die Mentorin oder den Mentor zumachen, denn ja, derjenige hat ja hier einen Abschluss zu machen oder auch einen Aufschluss. Ja, also es geht hier darum, sich von Negativen zu befreien. Hier Fuchs, 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 ja, habe schon angesprochen, das Umfeld, die Freunde, die einen immer wieder ablenken und ja, Selbstvertrauen gewinnen und den ersten Schritt machen. Und dann können beide Seiten gewinnen. Da würde ich doch schon sagen, Schüler und Mentor. Dann ist es eine Win-Win-Situation. Ja, wenn Lehrerin sagt, okay, ich gebe dir eine Chance, du kannst hier noch eine extra
Geschichte, Aufsatz schreiben oder irgendeine Fleißarbeit, dann bekommst du von mir noch die Note, die dir fehlt, um eben in das nächste Semester oder in die nächste Klassenstufe zu kommen. Wow! Ja, meine Lieben, würde ich es bei dieser Legung so weit lassen. Ich bin mal gespannt, ob ihr hier wirklich so einen Schüler ja, in eurem Umfeld habt oder hattet. Vielleicht geht der eine oder andere hier tatsächlich ganz oder teilweise in Resonanz. Ansonsten, ja, war es für mich mal eine neue Aufgabe, hier so etwas zu beleuchten, die karmischen Aufgaben, die Seelenverträge, ja, Wachstum, Erweiterung, Veränderung. Beziehungsweise nicht Veränderung, sondern gleich ein ganzer Wandel. Das ist doch wichtig, ja, dich grundlegend weiterzuentwickeln. In diesem Sinne, mein Lieben, vielen Dank fürs Zusehen, fürs Liken, Teilen, Abonnieren, Kommentieren, Glöckchen drücken und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal an der Strandpromenade, wenn ein neues Orakel erscheint. Bis dann, alles Liebe, alles Gute, tschüss, deine Orakelnixe.